So, jetzt habe ich den Kochtopf mit dem Wurzelgemüse und der Brühe, Salz und Pfeffer und Gewürzen habe ich jetzt auf den Herd gestellt. Und jetzt lasse ich es erstmal einmal aufkochen und stelle dann auf mittlere Hitze. Das ist, also ich habe 6 Stufen, das ist bei mir die 3. Stufe. Das müsst ihr bei euch dann ein bisschen ausprobieren. Ich zeige euch dann das, was ich damit meine mit Köcheln. Bis gleich. So, das ist jetzt Köcheln, wenn so leichte Blubberblasen hochkommen. Also das Ganze jetzt, wenn ihr das im Topf kocht, so zwischen 20 und 30 Minuten, mit geschlossenem Deckel köcheln lassen. So, das ist jetzt hier die fertige Gemüsebrühe. Also die könnt ihr so trinken oder man nimmt sie als Grundlage für weitere Suppen oder Soßen. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.